Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ich bin schon wieder fleißig am Platz machen. Das können wir auch gleich wieder hier ins Sein rein tun. Und ihr seht auch schon, ich habe hier das ME-Terminal gemacht, Pattern-Terminal. Ich habe ja gesagt, ich tue mich ein bisschen informieren darüber, wie das Ganze mit dem Crafting funktioniert. Dafür brauchen wir zum Beispiel jetzt das hier. Ore Direct. Ich muss selber noch herausfinden, wie das funktioniert. Mit dem Pattern. Aber ich glaube, ich kann hier zum Beispiel... Let me see. Ich könnte hier... Sagen wir mal... Applied, jetzt habe ich es halb richtig gemacht. Energistics, und wenn ich jetzt sage, das können wir nehmen. So eine 1K-Storage-Ding wird so gebaut. Dann brauchen wir noch so Patterns, solche leeren. Die müssten wir aber rumliegen haben, Pattern. Oder wie heißen die nochmal? Storage Housing, oder müsste es sein? Storage Cell. Ich glaube, die müssen hier rein dann. Könnt encoded pattern. Schau mal. Encoded blank pattern. Haben wir 20 Stück davon, die können wir hier reinlegen. Dann haben wir rein theoretisch eine hier encoded. Ich weiß nicht mehr, wie der Button war. Aber hier im Grunde kommt dann, sagt er, crafts one blank pattern. Und wie man es macht in dem. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Bedeutet, wir können da in Zukunft einige Sachen mitmachen. Dafür brauchen wir dann aber das ME-Interface, heißt es. ME-Interface. Oder so, einer geht auch. Schau mal. Konnten wir gerade leisten. Juhu, ja toll. Kann hier von dir leisten noch. Auch Sachen, die wir dann echt mal ins Crafting-Pattern einsetzen müssen. Jetzt fehlt mir die andere Seite. Jawohl. Aber ich habe zum Glück genug auf Lager. So, dann kann ich noch ein paar von denen machen jetzt. Machen wir 5 Stück. Oder 6 Stück. So, und wenn wir die jetzt alle umwandeln, zack. Dann haben wir jetzt die ME-Interfaces. Weil dann können wir dem System auch sagen, wo er was reinschieben muss, damit was passiert. Also im Grunde ist das Ding ja noch relativ automatisiert aktuell. Der tut auch noch. Machen wir sonst was, sonst läuft alles aktuell ins normale System, nennen wir es so. Und wir haben hier überall die laufenden Patterns. So. Die arbeiten alle auf Hochtouren. Das ist schon mal vorteilhaft. Wir müssen die gleich mal alle trennen. Aber wenn ich jetzt rein theoretisch hier ein ME-Interface im Bau, dann kann ich hier schon Interface-Terminal. Kann ich hier die Patterns reintun. Was wir machen können sollen. Oh, ich krieg das Ding also nicht zurück. Ups. Ich sollte vielleicht das hier ausschalten. So. Und das genau ist jetzt der nächste Plan, der hier eintrifft. Lila und das ist rot.
Oder ich muss ja halt gucken, wie ich das dann mache. Das ist auch wieder blöd. Wie ich das Ganze hier noch ein bisschen... Also die zu kriegen ist relativ simpel, glaube ich. Da musst du zum Beispiel nur in das rote rein theoretisch einen Input machen, das lila ein Output. Und dann laufen die bei dem hier genauso. Das geht relativ flott. Das ist der Energized, das ist die Enrichment Chamber, die geht auch relativ simpel. Bei dem mit zwei Ein- und In- und Outputs bin ich mir noch ein bisschen, ja, fragwürdig, nennen wir es so. Auch relativ simpel gehen. Mach ein Interface dran, mach ein Interface raus. Fertig, aus. Hier genau dasselbe bei den Crafting-Maschinen. Obwohl, die werden eh ersetzt, die Geräte hier. Die werden gegen maschinelle Crafting-Systeme dann getauscht. So. Eine Loop erzeugt, okay. Auch nicht schlecht. Ah, dann sind schon wieder Zombies, ja, okay. Gut. Gut. Ich wollte. Habe ich die MA-Cables dabei? Ja, habe ich, gut. Ich würde gerne die Kabel verlegen. Bin noch am Überlegen, wo lang. Eigentlich müsste ich sie da oben lang ziehen. Wo ich halt jetzt alles hier verlegt habe. Ich muss alles umbauen, das ist so eklig. So. Legen wir hier unten durch ein bisschen Kabel. Schon mal hier das Kabel rausgelegt. Jetzt reißen wir die alten Punkte ab. So. Dann will ich genauso, dass das Kabel hier drüber läuft. Gut. Wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen Early Development. Also fängt ja jede Maschine im Grunde an, Early Development und danach Endresultat. Und dann können wir rein theoretisch mal hier Kabel langlegen. Ja, ist natürlich jetzt ein riesen Aufwand und das Spiel leckt auch wie Sau mittlerweile. Ich habe zu viele Tiere aktuell auf dem Laufenden. Auf jeden Fall, irgendwas taugt im Spiel gar nicht, ich merk's. Bin ich in Reichweite? No, ich bin out of range. War gerade irgendwie. War ich gerade nicht in Range? Weil er nicht in die Richtung guckt oder was? Also, WLAN-Teile verstehe ich noch nicht so ganz. ME-Cable. So. ME-Cable. Ah, die muss ich natürlich im Crafting-Terminal machen, ne? Wenn wir hier so. Jetzt habe ich von den Weißen keine mehr, oder wie? Eieieiei. Das wird dir was. Das wird dir was mit der Verkabelung. Ich sehe schon. Gut. Aber man merkt eindeutig, wie das Spiel mittlerweile leckt. Das ist natürlich nicht gut.
Aber wir kommen auch gleich zu den ersten Maschinchen. Solange die Kabel noch hier sind, müssen wir natürlich außen rum gehen. Soweit ist es halt der Pfad jetzt rum. Hier unten lang verlegt. Grandios. Sage ich dazu nur. Grandios. Was mich jetzt interessiert, nimmt der rein theoretisch auch neun andere Stromtechnik in Empfang? Nö, bedeutet, ich muss die Stromkabel auf jeden Fall laufen lassen. Da führt kein Weg drumherum. Und am besten hätte ich wahrscheinlich das Ganze anders aufgesattelt. Die Maschine kappen wir jetzt komplett. Wenn wir das jetzt... Also ich würde auf jeden Fall hier mal ein Interface anbringen. Das ist ja genau dasselbe. Hier muss rein theoretisch Rot und Lila rein. Output Energy. Alles aus, bitte. Infuse. None. Das ist... Oh, ich hasse es, die Geräte. Also top ist auf jeden Fall mal Energy. Jetzt muss ich dahinter wieder rennen, weil ich noch nichts fertig gemacht habe. Nein, das ist das Falsche. Wir brauchen Import. Applied. Wo sind die ganzen Kabelteile? So, das ist ein Fluid Import Bus. Das ist ein ME Import Bus. Hier noch das Import-Bus hin. Der hat gerade keinen Energy-Anschluss mehr. Oh, ich habe hier Energy gehabt auch noch. Dann sollte der hier nur das akzeptieren. System angeschlossen werden. Nimmt das denn jetzt raus oder nicht? Nee. Wahrscheinlich muss ich noch konfigurieren, dass der Output ist, oder? Scheint so, ja.
Das scheint zu funktionieren. Nein, jetzt habe ich, oh, hab ich natürlich aufgenommen. Jetzt brauche ich noch einen Exporter rein, theoretisch, dass der einfach die ganze Zeit schaut, dass da das Zeug drin ist, was so oder so gebraucht wird. Dann müsste das nie nachgefüllt werden. Das ist eine Idee. Haben wir jetzt Importer und hier haben wir die Export. Jetzt brauchen wir noch ein Export-Cable. Exporter. ME Export Bus. Das ist gar nicht dumm. Ich glaube, da habe ich eine relativ gute Idee jetzt. Wenn wir jetzt noch die Maschine hier anschließen. Und dann konfigurieren, dass Lila auf der Seite passiert. Infuse müsste das sein. Input, Output und Infuse. Er drückt trotzdem gleich Energie. Und von hinten müssten wir dann nur sagen, dass wir das Zeug brauchen, damit es funktioniert. Richtig. Was ist denn jetzt hinten wieder bei diesem blöden Ding? Vorne, links, rechts, oben, dann ist es hinten. Input. Dann ist es oben. Gut. Dann machen wir schnell einen Pattern. Dafür. Dann schauen wir mal, wie das Ding da drauf reagiert, oder? Zack. Schauen wir mal. Wir brauchen jetzt erstmal die Dinger von Merlin. Merlin. So ein Teil macht ein. Ein so macht ein so. Hä? Prevent Subtraction. Hä? Geht es nicht? Crafting Pattern. Ah, scheiße. Processing. Ich kann hier umschalten. Jetzt mache ich Processing. Das ist der Plan. Ich muss eins nehmen. In dem Fall. Zack. Gut. Dann haben wir jetzt das dementsprechende Pattern hier. Wir wollen noch kurz einen Redstone. Muss ich noch einen Redstone-Block mitnehmen? Redstone-Block. Wenigstens einen, den Rest tut er ja eh dann importieren. Hoffe ich auf jeden Fall, dass er die importiert dann anfängt. Ah, nehmen wir mal falsche Abteilung. Hier die Abteilung. Sag ich Import. Röcke und. Import, jawohl, passiert. Gut. Dann gebe ich ihm jetzt im Interface das Pattern. Und wenn ich jetzt am Crafting Terminal hinten bauen, wenn ich jetzt anteste, ne? Und jetzt das rausnehme, dann habe ich hier, kann ich hier jetzt sagen, okay, mach mir 100 Next. Sagt er, okay, available sind 100. Das ist das. Welche CPU ist wurscht? Start Processing. Jetzt fängt an, Crafting Beginn. Und rein theoretisch müsste jetzt die Maschine hinten arbeiten. Richtig. Richtig. Und er schnappt die sich dann. Cool. Dadurch lernt er natürlich, wie es funktioniert. Redstone wird automatisch nachgelegt, wenn wir es brauchen.
Und jetzt hat er gleich seine 100 drin erledigt. Und unsere CPU. Das ist die Co-Processing Unit. Crafting noch 49. Und der Status geht runter. Zack. Cool. Es funktioniert. Nice. Bedeutet, wir können mit Crafting anfangen. Es gibt natürlich hier noch viel, viel mehr. Also ME-Interfaces, wenn wir viele noch brauchen. Es gibt dann auch die die Monocular Assemblers. Von denen wir sechs Stück. Dann brauchen wir 6 normale ME-Interfaces. Ich nehme da jetzt einen Trick, den ich gesehen habe, wie er es gemacht hat, oder wie es ein anderer YouTuber gemacht hat. Und werde es relativ ähnlich aufbauen. Allerdings hier, bedeutet, er hat in so einem Schach-Pattern das immer aufgebaut. Was ich relativ interessant fand. Zack. Und jetzt haben wir im Grunde hier Monocular Assemblers, die craften können. Jetzt brauche ich nur noch das eine Pattern, was wir gemacht haben. Pattern. In dem Fall haben wir hier gemacht. Wenn ich jetzt ihm hier das einfach gebe, zum Beispiel in dem Encoding, dann kann er hier mit Blank Pattern machen. Wenn ich jetzt hier unter Crafting gehe und sage, ich will jetzt Blank Patterns, 10 Stück, Next, sagt mir Available, 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 to Craft und Start. Und erledigt. Geil. Okay, das hier wird die zukünftige Power von viel, viel Scheiße sein. Also von richtig viel. Mit dem können wir weiß der Kuckuck was craften. Und dadurch, dass das sozusagen hier immer verlängert werden kann, können wir hier eine riesige Maschine ansetzen, die gepowert wird. Und auch mehrere von solchen Blöcken. Die muss natürlich auch noch größer werden. Die kann jetzt gerade noch nicht so viel speichern, was gerade zu tun ist und hin und her. Aber ich kann damit jetzt zum Beispiel mir auch, wir gehen aufs ME-Pattern jetzt in dem Fall, sagen, okay, ich will, dass diese 1K-Dinger automatisch gemacht werden. Dafür muss ich natürlich aufs Crafting-Modul. Dann habe ich das hier mal. Vom 1K will ich ein 4K haben. Bedeutet, ich habe jetzt 1K und 4K im Coded-Pattern. Dann will ich ein 16K im Coded-Pattern haben in dem Fall noch. Und dann ein 64K im Coded-Pattern. So. Das kann ich jetzt hier zurückräumen. Und dann will ich noch gerne, dass wir das in ein Paket direkt fassen können. Weil wir wollen ja eh nur 64K Geräte bauen. Oder das Pattern. Ich mach jetzt ein Flut-Pattern draus. Okay, dann lassen wir es kurz so. Dann tun wir die mal ins Interface hier rein. Gehen wir einfach jetzt mal hier die ganzen rein. Was ist mittlerweile das Pattern? Da ist es jetzt. Gut. Und jetzt schauen wir mal, was ist, wenn ich sage, ich will eins von denen craften. Next. Two to craft. One to craft. Available, available, available. Start. Hat er das jetzt schon gecraftet? War das so schnell? Holy shit, wenn er das jetzt schon geschafft hat, ne? Das ist ein Component. Da ist eine. Er hat sie echt gemacht. Holy shit. Und dann sagen wir ihm jetzt, okay, weißt was? Ich will dir zeigen, wie du eine 64er Zelle automatisch baust. Lern die. Die kriegen die jetzt von mir hier eingeschult. Und jetzt hat, muss ich nur noch unter Crafting gehen, das entfernen und kann hier die Zellen sagen, okay, ich will jetzt 5 Stück machen. Next. Sagt mir, aha, davon sind jetzt
14 28 missing, available 17. Na jetzt, okay. Was ist denn, wenn wir zwei von den Dingen machen? Dann sage ich im Start. Und kurze Zeit später, ja, wir wollen die Kombination sehen, sollte ich die Möglichkeit haben, meine zwei Zellen zu holen. Alter, das ist gerade zu geil. Das ist gerade echt zu geil. Ich kann automatisch alles bauen lassen. Bis aufs letzte Detail. Das wird so cool, ich sag's euch jetzt schon. Es wird zwar Schweineaufwand, das Ganze aufzusetzen, aber mit diesem riesigen, mit dieser riesigen Möglichkeit, einfach zu bauen, haben wir viel, viel, viele, viele offene Möglichkeiten. Und natürlich Dadasche, er sagt jetzt schon, eines voll, zwei sind voll in dem Fall. Die hat hier die maximale Typenkapazität erreicht. Und wir haben gerade noch zwei Patterns hinzugehauen und die sind alle noch nicht ansatzweise voll. Okay, da fehlt noch ein Typ, dann ist das auch voll. Aber holy shit. Kann keiner sagen, dass Applied Energistics nicht geil ist. Im Grunde automatisieren wir gerade unsere komplette Produktion für ME-Patterns. Ich kann da 100 in Zukunft in Auftrag geben und es das heißt dann halt, jo, okay, kein Problem. Gibt uns ein bisschen, dann machen wir das. Und dann wird es erledigt. Das ist natürlich geil. Oder wir geben uns dann natürlich auch gleich hier hin. Hier muss ja dann nur Quartz rein, wenn ich mich hier, ne? Das ist die Quartzverarbeitung in dem Fall. Gut. Dann tun wir dich zerlegen. Na, das war nicht der Plan, dass wir ein Loch hier reinmachen, aber okay. Gut. Habe ich Kupfer dabei? Natürlich nicht, aber ich kann mir gleich noch ein bisschen kommen, alten System nehmen. Weil mehr brauche ich auch gar nicht mehr. Das System ist mittlerweile so unnütz geworden. Na klar, wir haben hier noch voll viel Zeug drin und so Zeug, aber als ob ich in Zukunft darauf noch mehr setzen werde. ME Interface. Und ein Import Bus. Beide werden angeschlossen. Und Vorteil ist natürlich auch, ich kann die Maschinen natürlich viel mehr automatisieren. Weil es viel besser funktioniert. So, jetzt muss ich. Ich muss mir schnell ein ME-Terminal bauen. Wo kommst du jetzt her? Du bist hier in einem Betriebsgelände. Hier hast du nichts verloren. Klar, das Großteil des Systems läuft noch auf dem anderen Zeug. Vielleicht werden wir auch so machen, dass wir dieses ME-Zeug hier so machen, dass wir Holz extern noch laden. Andere, was wichtig ist, rein. Da können wir vielleicht eine schöne Filterung machen. Brauchen wir aber ein ME-Interface mal bitte noch. Ein Interface, ein ME-Interface-Terminal. Ich hätte gerne ein ME-Crafting-Terminal. ME-Terminal. Okay, da fehlt mir jetzt die Grundversion. Ah, warte mal. Dankeschön. Dann brauchen wir hier ein ME-Crafting-Terminal. Der muss erst hier draus gebaut werden. Bauen wir gleich zwei nach. Das tun wir auch in Zukunft ja alles automatisieren lassen. Bedeutet, in Zukunft müssen wir die nur noch anklicken. Ah, craften wir das schnell. 2 Sekunden später haben wir es in der Hand. Und genau so schließen wir jetzt einfach hier schnell ein Terminal an. Dann haben wir jederzeit Zugriff auf die Scheiße. Aber können keine Patterns erstellen. Jetzt müssen wir noch so ein Pattern-Terminal machen. Okay, was ist das? Ein Crafting-Terminal? Absolut kein Problem. Und dann brauchen wir noch ein Pattern-Terminal. Haben wir jetzt noch hier ein Pattern-Terminal. Gut. Und dann müssen wir noch so ein paar Pattern-Dinge machen. Ah, wir haben hier noch Blank-Patterns schon. Ansonsten könnten wir jetzt sagen, guck mal. Ah, das darf ich hier nicht. Das darf ich nur hier oben, ne? Warum darf ich das nicht?
Jetzt bin ich verwirrt. Warum darf ich nicht da hinten bauen? Systeme sind doch zusammengeschlossen. Muss ich erst irgendwas bestätigen? Wenn ich hier jetzt hin geplant, dann fragt er mich. Next. Ach ja, jetzt fehlt ihm Iron. Lass mich raten, ich habe Iron Blocks oder sowas. Iron. Ja. Ich habe nichts, was normales Iron mehr betrifft drin. Scheiße. Ich muss das ganze Verarbeiten wieder anfangen. Ein Töte ist ja nicht so schwer. Wir tun das hier abstecken. Ziehen hier ein Kabel rüber. Machen einen Expert-Bus hier dran mal. Dann schließen wir das hier einfach so zusammen. Und dann tun wir ihm alles. Dann geben wir ihm noch den Auftrag. Okay. Wir können doch Iron Amber machen. Iron Amber. Da tun wir schnell ein Crafting-Rezept machen. Iron Amber. Und dann geben wir ihm jetzt den Auftrag. Okay. Crafte mir. Aha. Cancel. Was hältst du von 200? Oh, 1000 davon, 800 davon. Start. Cool. Und dann geben wir die direkt in den Auftrag. Molten Tough Alloy haben wir hier drin aktuell. Und schauen wir mal, im Platinum Logistik gucken, müsste es ja auch Speed Upgrade und so Zeugs geben, oder? Eigentlich. So, gucken wir mal, Applied. Aber Leute, ich würde sagen, wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.